präsentiere den mächtigen König der Koopas! Öffnet das Tor! Geschmack auf unseren Zorn. Ergebt ihr euch? Das tue ich nicht. Ich habe ihn endlich gefunden. Und wer soll mich aufhalten? Absolut ungefährlich. Komm mit, Mario! Pilzkönigreich, wir kommen! Vollends gebrochene Menschen. Können große Anführer sein. Hey, fitzt ihn kein Dom, muss ich in den Napi. Ponce der Tonyanton, muss ich die Maki. Ingenieur, Dokotella, Waffe. Seine Leute nennen ihn nicht General oder König. Sie nennen ihn Kukulkan, den gefiederten Schlangengott. Ihn umzubringen, könnte zu ewigem Krieg führen. Er will Krieg. Mit der Welt an der Oberfläche. Wir wissen, was ihr flüstert. Sie haben ihren Beschützer verloren. Jetzt ist es an der Zeit, zuzuschlagen. Zeig ihnen, wer wir sind. Bald bin ich der neue Kaiser von China. Jetzt ist langsamer Schluss mit lustig. Rettet euch, die Geige! Macht euch keine Sorgen, Prinzessin. Solange ich da bin, geschieht euch nichts. Eieieiei. Gute Nacht, Herr, ich
weiß alles besser. Gute Nacht, Herr. Ich hab neue Freunde. Gute Nacht, Herr. Ich esse nur Gemüse. Nur noch Grünes. Der Darmflora zuliebe. Vier Jahre sind vergangen, seit Michael Myers spurlos verschwunden ist. Hallo? Sicher gesehen. Er beobachtet mich. Du gibst vor, du hättest das verarbeitet, aber du bist total besessen vom Tod. Was werden sie tun, wenn Michael sie wieder jagt? Denn er wird kommen. Aber dieses Mal fühlt es sich anders an. Er ist gefährlicher. Tochter getötet. Aber heute Nacht töte ich ihn. Komm und hol mich. Laurie! Vielleicht stirbt er nur dann, wenn ich auch sterbe. Das alles endet jetzt. Du fährst aber nicht, oder? Ich lenk nur ein bisschen, das meiste machen die Rentiere. Das ist mein viertes Jahr als Weihnachtsmann. Und bei dir? Ich hab den ganzen Mist angefangen. Es ist Weihnachten! Wir haben entschieden, du bekommst ein Geschenk schon jetzt. Was ist das? Das ist eine direkte Hotline zu Santa persönlich. Ich kann mit Santa sprechen, echt? Na schön, ihr Partymäuse. Willkommen zu eurem miesesten Weihnachten aller Zeiten. Vorwärts! Du hast 300 Millionen Dollar in deinem Tresorraum liegen. Das wünsche ich mir zu Weihnachten. Ich will keinen Ärger, okay? Ich hau einfach ab durch den Kamin. Wer ist er? Das ist kein gewöhnlicher Mall Santa. Santa, bist du da? Daddy sagt, du bist heute sehr beschäftigt. Mein Name ist Trudy Lightstone. Wirst du uns helfen, Santa? Ja, Trudy. Santa? Du stehst bei den Artigen. Der Weihnachtsmann steht vor der Tür. Zeit für etwas Weihnachtsprügel. Scheiße, wer bist du? Was? Aber was, wenn er der Echte? Ich sage dir, Santa ist nicht echt. Diese bösen Männer sind auf meiner unartigen Liste. Unartig. Das ist unartig! Und was machst du mit den Unartigen? Ich gebe ihnen einen Klumpen Kohle. Tracy! Das muss ich sehen. Ich glaube an dich, Santa. Euer Ernst? Wer von euch war das? Prancer! So unprofessionell.
Deutsche Sozialdemokraten, unser geliebtes Volk wehrlos machen! Wir bleiben zusammen, ja, Paul? Wir bleiben zusammen. Ich habe Angst vor dem, was kommt. Sieh mal, was ich gefunden habe. Was ist das? Samenkörner. Wir sind uns so ähnlich, wir beide. Wir lassen uns garantiert nicht fertig machen von diesem Scheißleben. Aber bild dir bloß nicht ein, du könntest den Lauf der Dinge ändern. Ich habe Fähigkeiten. Die habe ich mir selbst beigebracht. Die Zitadelle liebt die Kontrolle. Wenn sie jeden reinlassen würden, dann hätten sie nicht genug Vorräte. Sie haben uns alles genommen. Ich muss die Samen entschlüsseln. Dann könnte ich sie fruchtbar machen. Wir müssten nie wieder hungern. Ich heiße Camellia. Vespa. Sie unterliegt nicht unserer Verantwortung. Sie ist von der Zitadelle. Sie wird uns dorthin bringen. Los geht's. Pilger, Vagabunden, Banditen. Überlegen Sie es sich gut, wem Sie vertrauen. Die Zitadelle wird keine Erbarmen haben. Das wird mich nicht aufhalten. Vespa, du könntest die Welt verändern. Mein Sohn opferte sein Leben, um mich zu retten. Diese Kräfte sind keine Gabe, sondern ein Fluch. Geboren aus Zorn. Feuer! So, Amaldia. Diese tickende Zeitbombe muss ausgeschaltet werden, bevor unschuldige Menschen zu Schaden kommen. Er hat 5000 Jahre lang geschlafen. Finden Sie eine stabile Zelle und wir sorgen für den Rest. Wer ist im Team? Ich habe keinen Reisepass. Reisepässe brauchen wir nicht. Wir sind die Justice Society. Black Adam. Wir sind hier, um über deine friedliche Unterwerfung zu verhandeln. Ich bin nicht friedlich. Und ich unterwerfe mich nicht. Und los geht's. Ich werde mich niemandem beugen. Du willst keine Gerechtigkeit üben. Du willst Rache nehmen. Ich habe nie gesagt, ich sei ein Held. Du glaubst, du seist nicht würdig. Doch das Schicksal macht keine Fehler. Du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst diese Welt vernichten. Oder du kannst sie retten.
Singen wir jetzt mit oder nicht? Ich ja, denke, ich denke, wir machen das gleich. Ich heiße Leonard. Schön, dich kennenzulernen, Gwen. Was willst du hier? Ich vermute, ich soll mich mit dir anfreunden. Und mit deinen Vätern. Aber mein Herz ist gebrochen. Wieso ist es gebrochen? Wegen dem, was ich heute tun muss. Ich sehe deine Frau draußen, die hat sowas wie eine Spitzhacke mit der Kette und dem Hammer. Weißt du, wir vier haben einen sehr wichtigen Job zu erledigen. Um ehrlich zu sein, ist das vielleicht der wichtigste Job in der Geschichte der Welt. Wir wurden alle von einer gemeinsamen Vision berufen, die nun zu einem Befehl wurde, den wir nicht ignorieren können. Wir vier sind hier, um die Apokalypse zu verhindern. Eure Familie wurde auserwählt, eine furchtbare Entscheidung zu treffen. Wenn ihr bei der Wahl versagt, wird die Welt enden. Ich bin der gestiefelte Kater! Heilige Guacamole! Hey, Reset! Willst du was Cooles sehen? Gracias! Die Legende wird niemals sterben! Gestiefelter Kater, du bist gestorben. Ich habe 9 Leben. Und wie oft bist du bereits gestorben? Nein, der gestiefelte Kater braucht keine Hilfe. Sieh mal! Yeah. Sieh mal! Eine Gasse landet immer auf ihren Füßen! Sieh mal! Das ist dein letztes Leben. Mama Luna freut sich stets über eine neue Schmusekatze. Ich bin keine Schmusekatze. Ich bin der gestiefelte Kater. Jetzt nicht mehr. Miau. Oh. Das ist Pickles. Oh mein. Das ist ein Menschentöpfchen, Pickles. Das ist ein Töpfchen. Ihr Herz setzt sich also die Würde zum Sterben zurück. Du siehst nicht aus wie ein Pickles. Tja, und du nicht wie eine Katze. Jetzt halte ich fest, ich bin ein Therapiehund. Willst du meinen Bauch reiben? Im Leben nicht. Oh. Sie haben mich gefunden. Wodlocks sind nun die drei Bären, Gangsterfamilie. Bring sie zum Reden. Entschuldigen Sie, meine Teure. Wir suchen den legendären gestiefelten Kater. Haben Sie ihn zufällig gesehen? Was ist ein gestiefelter Kater? Das bin ich! Oh. Normalerweise habe ich seine Degen. Das gehört alles zusammen. Okay. Spür die Katze auf. Tot oder lebendig wäre genau richtig. Kopfgeldjäger. Kitty Samford, ich brauche deine Hilfe. Wenn ich mich mit dir zusammen tue, geht das schief. Cool, wir haben Zuwachs im Team. Ich bin Katers Therapiehund. Ganz bestimmt nicht. Wurde auch Zeit. Du brauchst eine Therapie. Oh, ich muss lernen, wie das geht. Ziehen deine Leben an dir vorbei. Flieh um Gnade von dem gestiefelten Kater. Espresso. Ich vertraue dir nicht.
Vertrau mir. Du musst ihm vertrauen. Sieh dir diese Augen an. Das nennst du süß? Und die Pfötchen. Mach ich das so richtig? Hör auf. Nicht, dass noch was platzt. Schatz, wollen wir nicht langsam Feierabend machen? Hallo? Mama ist gerade ein bisschen ungünstig. Ich wollte nur fragen, ist das genetisch oder Pilates? Unser Geschenk für dich. Etwas Geliehenes. Es bringt jedem Glück. Abgesehen von Onkel Greg, der von einem Gabelstapler enthauptet wurde, aber dafür kann ja das arme Messer nichts. Du hast deinen Ex eingeladen? Der sieht aus wie der Guide einer Pornosafari. Für ein paar Knöpfe hat's wohl nicht mehr gereicht. War das das Zeichen für das Dinner? Du siehst ja viel besser aus als der Rest von uns. Warte mal kurz. Rechts stimmt was nicht mit der Erdanziehung. Ich hab so ein komisches Gefühl. Draußen sind Piraten. Hier ist der Plan. Ich fange sie mit dem Netz. Ich sprühe den in die Augen. Das Haarspray war so viel besser als das Netz. Er hat eine Granate! Sir, geben Sie mir sofort die Granate! Ich hab sie, ich hab sie, ich hab sie! Oh mein Gott! Sind Sie tot? Wir schaffen das. Das Kleid gefällt mir immer besser. Ich wollte nicht so ein spießiges. Niemand, meine Familie. Lass mich nicht los! Lass mich nicht los! Hör auf, auf deine Schwester zu schießen! Carol, ich liebe verdammt nochmal dieses Kuchenmesser. Für einen jungen Mann, der die Musik liebt, gibt es keinen besseren Ort als dieses Internat. Es lebt wahre Magie in diesen Mauern. Du hast eine schöne Stimme, sagen alle. Danke. Auf dieser Akademie benötigt man Disziplin. Wer ein Weltklasse-Sänger werden möchte, imitiert die Kunst nicht. Er verkörpert sie. Genau machst du hier? Bitte, Sie müssen mir helfen. Hoheit. Prinz Tamino, die Königin der Nacht erwartet dich. Du bist ein Prinz. Bring mir meine geliebte Tochter zurück. Also, Sie wollen, dass ich eine Prinzessin bin? Ist das ein Problem? Es klingt auf jeden Fall sehr wichtig. Wo hast du dich gestern Nacht rumgetrieben? Im Land der Zauberflöte. Glaubst du mir, dass eine Uhr in der Schulbibliothek in die Welt von Mozarts Zauberflöte führt? Nein. Diese ganzen Symbole, was genau bedeuten die alle? Drei Knaben, drei Damen, drei Prüfungen. Nur demjenigen wird es gelingen, die Dunkelheit aufzuhalten, der diese Prüfungen besteht. Bist du bereit, auch wenn es dich das Leben kosten könnte? Ja, Herr. Ich finde die Sache mit dem Leben kosten schon unerfreulich. Du solltest das Risiko eingehen, wenn du herausgefunden hast, was du willst. In der Oper besteht Tamino die Prüfungen durch wahre Liebe. Ich habe komplett vergessen, dass es nur darauf ankommt, zu fühlen. Etwas wahrhaftig zu fühlen. Und es zu teilen. Justus Jonas von den drei Detektiven? Die berühmtesten Detektive der Welt. Dieses unverschämte Plappermaul treibt mich noch in den Wahnsinn. Noch eine Vase. Eine römische Amphore, Tante Mathilda. Keine Vase. Erster Detektiv Justus Jonas. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Recherche und Archiv Bob Andrews. Wir machen ein Praktikum bei meinem Dad, Just. Drei Fragezeichen in Rumänien. Herzlich willkommen auf Schloss Piatra. Ein altes Schloss.
ein verschwundener Junge, führen Justus, Peter und Bob in ihr spannendstes Abenteuer. Wow! Bist du schon wieder im Detektivmodus? Ich habe mich wirklich eingesetzt für euer Praktikum. Kollegen, wir haben einen Fall. Können Sie das Rätsel lösen? Niemand verschwindet spurlos. Oh Leute, das war echt knapp. Fingerspitzengefühl, Erster. Das war ja bekanntlich noch nie deine Stärke. Hier spukt's. Wow! La Draculea, der Drache. Dracula? Wir müssen heute Abend nochmal in den Gang. Ihr hört das doch auch, oder? Was denn? Das, was keiner wirklich weiß, ist, was am Ende von uns bleibt. Die drei Fragezeichen. Erbe des Drachen. Wir sehen uns morgen, Kollegen. Justus Jonas. Ich komme ja, Tante Mathilda. Nur im Kino. Ich spüre, wie du da drin etwas hin und her ziehst. Es ist ein ganz neues Organ. Wurde nie zuvor gesehen. Wir hatten alle das Gefühl, der Körper sei leer. Sinnentleert. Und das wollten wir bestätigt wissen, um ihn wieder mit Sinnen füllen zu können. Die Welt ist sehr viel gefährlicher geworden, seit es fast keine Schmerzen mehr gibt. Operieren ist Sex, oder? Ist das so? Sie wissen, dass es so ist. Operieren ist der neue Sex. Ich mag nicht, was mit den Körpern passiert. Insbesondere nicht, was mit meinem passiert. Deshalb schneide ich ihn auf. Was würde man wohl in ihm finden? Nichts von dieser Welt. Oh. Ups. Verzeihung. Wir sollten uns nicht davor fürchten, das innere Chaos zu ordnen. Stellen wir eine Karte, die uns hineinführt ins Herz der Finsternis. Der Name des Opfers ist Leo Kopernik, Sir. Scheint, als wurde er im Kostümfundus getötet. Und dann hier abgelegt. Szene gesetzt, könnte man sagen. Entschuldigung, sorry. Wie lange haben Sie noch vor, uns hier als Geiseln zu halten? Oder ist das die Idee dahinter, alle Verdächtigen unter einem Dach zu verhören, bis das Verbrechen gelöst ist? Mervyn Cockanorris, überschätzter Bühnenautor. Hochgeschätzter Bühnenautor. Oh, tut mir leid, Sir. Ich kann meine eigene Schrift nicht lesen. Es gab einen Vorfall. Ich werde sie umbringen. Das ist quasi ein Geständnis. Keine voreiligen Schlüsse ziehen, Constable. Was haben wir denn hier? Überstunden, ne? Ich habe Kopernik wegen seiner Affäre getötet. Fall gelöst. Ich tue es schon wieder, nicht wahr, Sir? Ich ziehe voreilige Schlüsse. Schlüsse, ja. Ein bisschen. Sie haben noch nie von Dickie gehört? Richard Attenborough. Ein echter Kriminalbeamter. Ich höre, sind Sie in der fraglichen Nacht handgreiflich geworden. Ich war's, Inspektor. Ich nehme Sie fest wegen Mordes an Leo. Nein, nein, nein. Wir haben einen Serienmörder, der frei herumläuft. Polizei, bleiben Sie zurück! Es gibt einen Schlüssel! Unter der Matte. Wir sind nicht länger nur verdächtig. Wir sind auch potenzielle Opfer. Was hat er getan, um ihren Verdacht zu erregen? Es war nicht so sehr, was er tat, mehr die Art, wie er es tat. Wie tat er es? Irgendwie. Verdächtig. Verstehe. Unser heutiger Ehrengast im Publikum, der legendäre Musikproduzent Mr. Clive Davis. Meine Stimme ist weg. Was? Du eröffnest die Show heute Abend. Keine Widerrede. Ich bin deine Mutter. Wie heißen Sie nochmal? Whitney Elizabeth Houston. Wach auf, Bert. Es läuft, Hör doch.
Traum? Singen, was ich singen will? Sein, wie ich sein will? I say a prayer with every heartbeat. Ein möglichst großes Publikum erreichen. Viele ihrer Kritiker sagen, ihre Musik ist nicht schwarz genug. Also, ich weiß nicht, wie man schwarz singt. Und wie man weiß singt, weiß ich auch nicht. Ich weiß, wie man singt. Woo! Gerade die größte Stimme ihrer Generation gehört. Vielleicht? Vielleicht. Es muss ins Ohr gehen. Ins Ohr gehen? Ja. Das kriege ich hin. Bereit? Los! Das gehört vom Bauer Heubel. Ja. Maisfeld. Passt. Also folgendermaßen. Ich bin 22 Jahre alt. Immer wenn meine Großmutter von einem Okapi träumt, dann stirbt hier in unserem kleinen Dorf jemand. Marianne! Ein Optiker liebt meine Großmutter, sagt es ja aber nicht. Meine Mutter hat einen Blumenladen und ein Verhältnis mit dem Eiskaffeebesitzer. Ciao, Tutti. Ich habe immer Angst, dass etwas Schlimmes passiert, wenn ich was anderes sage. Als ich denke, dann fällt irgendwo irgendwas herunter. Jetzt schauen Sie mich doch mal an. Das tue ich doch. Wann fährst du nach Japan? Morgen Abend. Sehen wir uns vorher nochmal. Erzähl es niemandem weiter, aber ich fürchte, ich habe heute Nacht von einem Okapi geträumt. Bist du dir wirklich sicher, dass ein Okapi war? Einige Leute im Dorf fanden, dass es angesichts des nahenden Todes an der Zeit sei, mit einer versteckten Wahrheit herauszurücken. Mich trifft es bestimmt nicht. Das muss ich schon selbst erledigen. Am Mute hängt der Erfolg. Was machen Sie denn hier? Ich heiße Frederik. Ich komme eigentlich aus Hessen. Dachte, du kämpfst aus dem Nichts? Ja, es ist ungefähr dasselbe. Warum machst du dir solche Sorgen? Weil ich Angst habe, dass er uns seltsam findet. Das Leben ist genauso unglaubwürdig wie ein Okapi. Aber wenn man sich genauer umsieht, erscheint einem ohnehin das meiste im Leben als seltsam. Du weißt, dass ich dich eines Tages heiraten werde. Wen denn sonst? Ihr müsst alle so dringend etwas Weltereines. Bis dann. Jitero. Alaikum salam, Tante Aisha. Was denn? Du kannst es heute noch nicht. Es heißt... Assalamu alaikum, Aisha. Hörst du? Aber genau das sagte ich ja auch. Oh, ist das Grindr? Jemand Interessantes für dich? Nein. Ich heirate. Ehrlich? Wer ist denn die Glückliche? Das weiß ich noch nicht. Was soll das bedeuten? Es wird eine arrangierte Ehe. Naja, assistierte Ehe. So heißt das heute. Die Liebe ist nicht wichtig. Mit der Zeit lernst du diesen Menschen lieben. Wie das Stockholm-Syndrom. Deine Ideen für deine nächste Doku. Ich könnte ihn auf seinem Weg zu einer Heirat mit einer Fremden, die seine Eltern für ihn ausgesucht haben, begleiten. My big fat arranged wedding. Zuerst meine Eltern, meine Braut und ich. Vertraglich Liebe. Ich bin Mo der Matchmaker. Keine Fotos? Noch nicht, es ist ganz einfach. Du denkst mit deinem Lulu, aber du musst mit deinem Nono denken, okay? Welchen Abschluss hast du, Bruder? Er ist Arzt. Das ist ganz oben in der Nahrungskette. Irgendwelche Laster, von denen ich wissen sollte? Trinken, rauchen, Dogging. Keine Hunde, keine Haustiere. Also Dogging bedeutet, vergessen Sie es. Katzen würden gehen. Ich habe Neuigkeiten. Ich werde heiraten. Okay, was? Ich mag Sie sehr. Hi. Hi. Liebe auf den ersten Klick. Wie findest du die Idee, möglicherweise nach London zu ziehen? Die finde ich großartig. Es ist ein sehr multikulturelles Leben. Bis zur Hochzeit ist es noch ein Monat. Du bist also noch voll überzeugt davon. Ich sehe doch, dass es funktioniert. Ständig hinterfragst du meine Entscheidungen. Kümmere dich zuerst um deine eigene. Ich mache mir Sorgen, dass du allein bleiben wirst. Bin ich nur ein halber Mensch, wenn ich keinen Mann habe? Denkst du das etwa? Weißt du, mein Sohn, wieso der Prophet sagte, das Paradies liegt unter den Füßen der Mutter? Weil es keine Liebe gibt, die größer ist als die einer Mutter für ihr Kind.
Ich bete, dass du glücklich wirst. Nur das zählt. Wir alle brauchen andere Menschen. Das ist kein Zeichen von Schwäche, Zoe. Jetzt geht die Party richtig los. Irgendwo zwischen Leidenschaft und Pragmatismus gibt es vielleicht einen Weg zu einer glücklichen Partnerschaft. Wir haben Glück, sie als Nachbarn zu haben. Sie sind fast wie Familie für mich, seit dein Vater mich für diese Teenager-Hure verlassen hat. Sie ist 35 Jahre alt. Ganz genau. Mrs. Griffin, diese Schwangerschaft ist für Sie lebensbedrohlich. Mom! Was kann man da tun? Nicht länger schwanger sein. Ist das die einzige Option? Wir könnten den Vorstand bitten, einen medizinisch indizierten Abbruch durchzuführen. Besteht eine Chance, dass sie diese Schwangerschaft überlebt? 50%. Und am Ende steht die Geburt eines gesunden Kindes. Ich bin hier. Ich sitze direkt vor Ihnen. Meine Herren? Nein. 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 Hallo, hier ist Jane. Also wie läuft das jetzt? Joy? Ja, steigen Sie ein. Nein, das hier ist kein Taxi. Sie sitzen vorne neben mir. Oh. Das ist gegen die Krämpfe. Und danach werden Sie sich ein paar Stunden ausruhen. Wer von Ihnen ist denn nun Jane? Wir sind alle Jane. Unsere Organisationstreffen finden jeden Donnerstag statt. Das ist die Adresse. Wie sollen wir die alle rechtzeitig abarbeiten? Dieses 11-jährige Mädchen? Diese Frau hier hat Krebs. Sie wurde vergewaltigt. Hier darf nur der Zufall entscheiden. Für viele von Ihnen geht es um Leben oder Tod. Es geht für alle um Leben oder Tod. Wo warst du? In der Volkshochschule. Gut, jetzt tief Luft holen. Sie haben Händchen dafür. Sie hätten Krankenschwester werden können. Ich hätte Ärztin werden können. Wir sind vollkommen abhängig von einem Mann. Wir können nichts daran ändern, was es kostet. Das ist Ökonomie. Anscheinend bedeutet das aber immer, dass schwarze Frauen bei uns leer ausgehen. Wie wurden Sie denn zu dem, was Sie sind? Jay? Joy. Der Name meiner Frau ist Joy, Detective. Ja, das haben Sie gesagt. Willst du unbedingt ins Gefängnis? Schatz, ich werde all deine Fragen beantworten. Ich will das nicht wissen. Wir haben hier etwas, das funktioniert. Wir sind von Nutzen für die Frauen. Es ist nicht perfekt, aber es funktioniert. Ich habe keine Angst vor dem Gefängnis. Ich habe Angst, dass da niemand mehr da ist, der ans Telefon geht. Hallo, ich brauche Hilfe. Ich rufe zum vierten Mal an. Ich bin 15. Ich kann das nicht meinen Eltern erzählen. Du musst wieder hingehen. Fangen wir mal an. The United States stands for an idea whose time is now. Ronald Reagan wird heute Abend siegen. So ein Schmock. Ich will, glaube ich, später mal Künstler werden. Dann wirst du es auch und nichts wird dich davon abhalten. Du gehst aufs College. Mit Königen wird er speisen, wenn er sein Spiel gut macht. Ich finde deine Aufkleber toll. Die sind von meinem Stiefbruder. Der ist bei der Air Force. Das ist ja cool. Eine Gefahr für die Menschheit seid ihr alle beide. Der Junge ist kein Umgang für dich. Was meinst du? Warum nicht? Du weißt genau, was ich meine. Ich soll auf dieselbe Schule wie mein Bruder. Was für ein Mist. In dieser Schule könnt ihr werden, was ihr wollt. Und nicht, weil ihr etwas geschenkt bekommt, sondern weil ihr es verdient, nach oben zu kommen. Dich bedrückt doch was. Was ist los? Die anderen sagen so blöde Sachen über Schwarze. Wer ist denn das? Jemand von meiner alten Schule. Waren die auch bei dir zu Hause? Und was machst du, wenn die sowas sagen? Ich mach gar nichts, natürlich. Findest du das klug? Weißt du, als wir mit meiner Mutter hierher kamen, hatten wir nicht viel. Warum kam sie überhaupt? Die wollten sie umbringen. Da waren Soldaten und manchmal gingen die auf die Suche nach Juden. Sie haben uns damals gehasst und hassen uns immer noch. Wir nahmen ein Schiff und kamen hierher nach Amerika. Das Land der Träume. Du willst nur, dass ich so bin wie du. Ich will, dass du mal viel besser wirst als ich. Das Leben ist nicht fair. Sei dankbar, wenn dir jemand aufhilft. Also mach das Beste daraus und schau nicht zurück. Meine ganzen Hoffnungen liegen auf dir und deinem Bruder. Ihr seid mein Leben. Und wenn so ein Trottel wieder mal was Schlechtes über jemanden sagt, dann mach den Mund auf. Sei du immer ein Mensch, okay? Gib mir die Hand drauf und jetzt komm her.
Tag ist dieses Runway-Casting für eine missmutige oder eine fröhliche Marke? Ist dann wohl eine missmutige Marke. Ich gratuliere dir. Zeig mir den Balenciaga-Blick. Trage ich da etwa plötzlich was viel zu Billiges? Es ist H&M. Balenciaga. Und H&M. Balenciaga. Und H&M. Die Aussehen bezahlen die Tickets. Nicht schlecht. Und was machen Sie so? Ich verkaufe Scheiß. Der Erfolg einer Luxuskreuzfahrt hängt maßgeblich von euch ab. Und ich möchte von niemandem hier hören. Nein. Es geht für alle. Jawohl, Sir. Jawohl, Ma'am. Ich befehle Ihnen, fühlen Sie den Moment. Nein. Nein? Nein. Was? Sie sagen Nein zu mir? Nein, nein. Also heißt es ja? Nein. Ja? Ich mache das. Yes. Die Säbel, ja. Wäre es möglich, sie zu reinigen? Nun, ich denke nicht, dass das möglich ist, Ma'am, weil dies ist eine Motorjacht. Ja. Daher haben wir keine Segel. Es waren Segel, ja. Nun, wenn dem so ist, werden wir die Segel reinigen. Ja. Wirklich? Ja. Darauf stoßen wir an. Auf die Liebe. Auf die Liebe. Ein russischer Kapitalist und ein amerikanischer Kommunist. Auf einer 250 Millionen teuren Luxusjacht. Mayday! Das Schiff geht leider unter. Das ist so schlimm. Das ist wirklich ganz schlimm. Wieso willst du denn jetzt plötzlich alles hinschmeißen? Weil ich mich nicht anpassen will, weil ich frei sein will. Was ist es dir wert, deinen Traum zu leben? Help me to decide. Du bist eine von uns, aber... Du hörst ihn her. Entweder du bist frei, dann bist du es überall, oder du bist es nicht. Help me make some freedom and a pleasure. Hey, Louis. Alles in Ordnung? Delia ist weg. Was ist passiert, Louis? Wir brauchen sofort einen Krankenwagen. Du hast deiner Schwester wehgetan. Wir gehen schön langsam raus. Komm mit uns, Louis. Woran erinnerst du dich noch? Wenn du über sie redest, kann uns das helfen, den alten Louis wiederzufinden. Delia nahm ihre Geheimnisse mit uns raus. Ich werde dorthin umziehen. Aber du lebst hier, mit mir. Tut mir echt leid, Louis. Da ist Besuch für dich. Louis, du kennst nicht die ganze Wahrheit. Über ihren Tod. Sag mir, was du weißt! Gehen Sie zurück. Ich habe einen Anruf wegen eines Angriffs bekommen. Er ist verschwunden, nachdem dein Bruder ihm einen kleinen Besuch abgestattet hat. Wir müssen über deinen Besuch bei Louis reden. Du hast von Delia geredet? Was hast du gesagt? Die Wahrheit. Was ist die Wahrheit? Wir alle wissen, dass Billy, Lyle und Stecker an diesem Abend mit Delia zusammen waren. Sind Sie Lyle Dyson? Hast du Delia getötet? Du hast sie getötet. Ich will den Namen Delia Hollins nie wieder hören. Es läuft ein durchgeknallter Typ rum. Ein Mann Gottes sollte nicht vor seinen eigenen Sünden weglaufen. Geh ans verdammte Telefon!
Ich weiß, dass du darin irgendwie verwickelt bist. Siehst du diese Linie hier? Das ist der direkte Weg in die Hölle für dich. Wie ist sie gestorben? Waffe runter, Louis! Bonjour. Bonjour, Kriminalpolizei. Sind Sie Alexandre Farrell? Wo wollen Sie denn hin? Sind Sie allein in der Wohnung, Monsieur? Ja. Wir machen eine Hausdurchsuchung. Können Sie das bitte überprüfen? Das muss ein Irrtum sein. Morgen fliege ich wieder in die USA. Das glaube ich eher nicht. Ich bin Arthur Sellerier, Ihr Pflichtverteidiger. Weißt du, was man dir vorwirft? Ich hätte ein Mädchen vergewaltigt. Gestehen Sie die Taten, die Ihnen vorgeworfen werden? Nein. Denn sie hat es auch gewollt. Meine Tochter hat deinen Sohn wegen Vergewaltigung angezeigt. Das ist einfach unmöglich. Das ergibt keinen Sinn. Es wird ermittelt werden. Sie stehen unter richterlicher Aufsicht und können jederzeit im Gefängnis landen. Unser Sohn? Das ist sicher eine Verrückte. Und wenn er sie vergewaltigt hat? Weißt du, was du sagst? Ein Mann lügt zum Beispiel aus Angst oder weil ihn die Realität seiner Tat schlicht überfordert. Ich hab doch nichts gemacht. Sind Sie freiwillig mit ihm dahin? Er hatte mir gesagt, er hat ein Messer. Hat er Sie mit dem Messer bedroht? Ich muss diese Fragen stellen, Mademoiselle. Laut Ihnen sagte Ihnen Monsieur Farrell, blas mir einen Schlampe. Wenn der Geschlechtsverkehr einvernehmlich war. Fanden Sie ihn attraktiv? Mademoiselle Wissmann, sind Sie auf Gibt's Männer... Gibt es eine Vorgeschichte, was Gewalt angeht? Vielleicht spezielle Probleme? Wie kann ich das nicht der tun? Der Ansicht, Opfer einer Intrige gewesen zu sein. Das wird sein Leben ruinieren. Wessen Leben, Claire? Wessen Leben ist ruiniert? Wessen Leben? Emily, wie hast du Sturmhöhe geschrieben? Sollen wir anfangen? Miss Emily Bronte. Du gehst weg, um eine wunderbare Lehrerin zu werden. Neue Leute kennenzulernen mag ich nicht. Was willst du machen? Ich könnte Schriftstellerin werden. Ich habe so viele Geschichten. Mr. Waitman wird dir Nachhilfe in Französisch geben. Er spricht so poetisch. Jeder kann sprechen. Mich interessiert, was er tut. Was tut? Du bist dazu bestimmt, eine Künstlerin zu sein. Sei eine Künstlerin. Was ist das? Ich habe das geschrieben. Die Gedanken sind frei! Die Gedanken sind frei! Lauter! Die Gedanken sind frei! Die Gedanken sind frei! Mir ist es oft schwer gefallen, dich zu verstehen. Deine Gedichte. Bring keine Schande über dieses Haus, Emily. Sind die von dir? Es ist ein widerliches Buch. Da ist etwas Gottloses in dem, was du schreibst. Ich spüre es, wenn wir zusammen sind. Sie nennen dich die Seltsame. Jeder ist seltsam, wenn man ihn lang genug ansieht. Wer bist du? Dann wirst du es sehen. Alles ruhig im Objekt 95? Alles ruhig. Hinsetzen. Prost auf Feuer. Sie berührten mich. Dabei kenne ich sie gar nicht. Let's be quiet for a moment. Watch the shapes begin to fall. Keep your head above the system. Pass gut auf sie auf. Keep your eyes towards the floor. Ich liebe meinen Mann. We don't need another preacher. Nein, ich bin nicht glücklich. We just need another road. It's a quieter existence.
It's the people we don't know. Vielleicht kann man die Lichter der Trabanten sehen. Was geht ab? Yo. Yay. Leute, wir werden jetzt die 100k abstauben, Digga. Okay. Willkommen. Wenn ihr an unserem Gewinnspiel teilnehmen möchtet, dann müsst ihr jetzt bitte eure Handys abgeben. Leute, ihr habt ihn gehört. Wir sehen uns später. Hallo, Teilnehmer. Oh mein Gott. Mein Name ist was? Kira und ich bin das Spiel. So noch Hinweise. Seid ihr einmal im Game, gibt es kein Zurück mehr. Ich hoffe, das tut nicht weh. Das ist nur ein Spiel, Dustin. Mach dir keine Sorgen. Das Spiel startet in 3. Da geht noch mehr. 2. 1. Jetzt. Nancy! Willst du, dass wir sterben? Nein! Hilfe! Scheiße! Wir sehen uns. Begrüßt die stärksten Kriegerinnen Afrikas. Der König hat uns verboten, die Agoji anzusehen. Sie wissen nicht, dass etwas Böses kommen wird. Sie wissen, dass du sie beschützt. Wir müssen kämpfen. Für unser Volk. Lasst es alle wissen! Wir kämpfen nicht für heute, sondern für die Zukunft. Wir sind... Dahomey! Agoji! Eine Kriegerin verlässt sich auf sich selbst. Du bist eine Agoji. Verneigt euch! For Woman King!